unter dem Namen Blitzlichter Iran fand am Abend des 11. März die Vernissage der Fotoausstellung von Michael Krüler statt. 14 Monate war er zusammen mit seiner Freundin Alex mit dem Rucksack unterwegs. Dass seine Reise nach einiger Zeit in eine Ausstellung münden würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Der Wunsch, in den Iran zu reisen, war allerdings ein lang ersehnter Traum. Zu der Reise bewegt, hat mich nicht wirklich irgendein äußerer Faktor oder irgendwas, was ich genau bestimmen, was ich genau definieren kann, sondern da war in mir drin irgendwie so ein Wunsch, der sich entwickelt hat, den Iran kennenzulernen und dorthin zu reisen. Und das hat sich dann über Monate entwickelt und ist eigentlich immer stärker geworden und war am Ende auf jeden Fall etwas, was ich als Herzenswunsch beschreiben würde, dorthin zu reisen. Eine so lange Reise durch verschiedenste Länder hinterlassen Eindrücke. Uns erzählt Michael, was die Zeit eigentlich mit ihm gemacht hat. Also, es hat auf jeden Fall gewisse Einstellungen von mir noch einmal gefestigt, weil ich einfach gemerkt habe oder noch einmal wieder erfahren habe, dass auch in verschiedenen, wir sind ja nicht nur im Iran gewesen, sondern in verschiedensten Ländern davor auch, dass wir überall die Chance haben, auf Hilfe und auf Unterstützung zu treffen, auf Menschen, die es eigentlich Tag für Tag immer wieder geschafft haben, unser Herz zu erwärmen, durch was auch immer, durch verschiedenste Gesten, durch Gespräche. Und das zu erfahren, ist dann doch nochmal irgendwie etwas anderes, zumindest für mich, nochmal etwas anderes, als es einfach nur gelesen zu haben oder sich zu denken, dass es doch so sein müsste. Das heißt, diese Erfahrung gibt dann doch nochmal ein Stück mehr Sicherheit. Ja, es ist wirklich so. Ich kann überall auf der Welt nette, freundliche, tolle Menschen treffen. Ein entscheidender Faktor für die glückliche Reise war das Entgegenkommen der Menschen, denen die beiden begegnet sind. Also die Unterstützung von Leuten, die wir dann dort treffen, die ist eigentlich ganz wichtig und essentiell dafür, dass sowas überhaupt gelingen kann. Weil wir ja an neue Orte kennen, die wir selber überhaupt noch nie gesehen haben, wo wir uns nicht auskennen. Und da sind wir auf Hilfe von Leuten vor Ort angewiesen, immer. Bei der Umsetzung der Ausstellung verfolgte Michael eine klare Vision. Besonders dankbar ist er für die Unterstützung, auf die er während der Vorbereitungen getroffen ist. Und irgendwann stand dann aber dieses finale Konzept, dass es Bilder geben soll auf Leinwände, die einzeln für sich stehen, dass es dazu Informationstafeln geben soll, die auch mit den Texten aus meinem Reisetagebuch verknüpft sind und dass dahinter dann nochmal eine digitale Version als Website stehen soll. Wo dann die Journal-Texte in voller Länge stehen sollen. Genau, das hat sich dann mit der Zeit eigentlich ziemlich deutlich dahin entwickelt, dieses Konzept. Mit großem Interesse wurden die Erfahrungen und Eindrücke der Reise von den BesucherInnen der Vernissage bewundert. Durch angenehme Hintergrundmusik von zwei GitarristInnen wurde der Abend musikalisch begleitet. Für einen gelungenen Sektempfang sorgte das Café Jolk. Die Bilder können noch bis Ende April im Jolk, dem Café des Bennohauses, besichtigt werden.